Bogen noch zum Einstieg eines der frühen Aussagen in diesem Teil. Wenn wir von der richtigen Stelle aus schauen, beim Materiellen aus der Wurzel und beim Geistigen von einer Gesamtschau, die wir delegieren, dem Höchsten, dann brauchen wir die 1000 Anleitungen aus den materiell gewordenen Lehren der alten Patriarchen nicht. Die kommen tagtäglich zu uns aus Traum und Vision als Lernanleitungen. Schau heute mal zum Beispiel, dass du immer schön unterscheidest zwischen wichtiger und unwichtig. Das sind Grundoperationen, die uns helfen. Gibt's Verschiedenes, es gibt dann aber auch Anweisungen. Geh dort in diese Beziehung hinein oder ganz praktische Anleitungen jeden Tag sicher aus den Träumen heraus, mehr und mehr dann auch im Moment. Wenn wir selber uns innere Bilder machen, meinen wir könnten uns selber trainieren,